Freunde, Schüler, meine lieben Leute, was geht ab? Ich bin's Kaito Akan, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Anime-Empfehlung. Beim letzten Mal ging es ja mehr etwas actiongeladen dazu. Dieses Mal gehen wir back to the roots. Ich werde nämlich auch oft gefragt, ey, oh Kaito, kennst du vielleicht ein Anime, der so ein bisschen Slice of Life mäßig ist? Ja, bestenfalls in der Schule spielt und eine Romantik darbietet, eine Romanze stattfindet. Da muss ich euch sagen, ja, Shigatsu würde ich euch da immer empfehlen. Ja, also Your Lie in April gibt es auch ein bisschen um Musik. Richtig krasse Anime, einer der besten, die ich jemals geguckt habe und auch der emotionalsten. Ein Wort, Meisterwerk. Mehr sage ich dazu nicht. Jetzt geht's um den anderen und zwar ist dieser Eo Haru Raido. Ja, auch auf Englisch Blue Spring Ride. Ist ein Anime, der Manga zumindest wurde 2011 publiziert bis 2015, ja, umfasst das Ganze 2000 Seiten und weil die so kommerziell erfolgreich war, wurde 2014 die als Anime-Fernsehserie umgesetzt und als Realfilm adaptiert. Wir haben zwar auch einen Kinofilm, der am 13. Dezember 2014 in die Kinos kam, ja, und über zwei Tagen, also über das Öffnungswochenende, tut mir leid, über 210.000 Besucher anlockte. Ja, damit wurde ein Umsatz umgerechnet in Euro von knapp 1,6 Millionen erwirtschaftet. Richtig krass. Nicht mal manche Hollywood-Filme nehmen sowas am ersten Wochenende ein. Richtig nice auf jeden Fall. So, wir haben das ja als Anime-Form, darum geht's auch. 12 Episoden, Genre Slice of Life, Shoujo, School, Romance, Drama und Comedy. Slice of Life ist nichts weiter, als dass es relativ realitätsnah ist, ja. Also ihr werdet auch oft sehen, dass es Situationen gibt, die euch vielleicht auch schon mal passiert sind oder auch anderen. Ja, worum geht's? Ich lese jetzt zunächst mal die Beschreibung vor und dann gebe ich mein persönliches Feedback dazu wieder. Ich habe diesen Anime vor knapp 2 Monaten geguckt und muss sagen, er ist einer der besten seiner Art. Beschreibung: Yoshioka Futaba beschließt, ihr süßes Mädchen-Image loszuwerden. In der Mittelschule wurde sie von ihren Mitschülerinnen wegen ihres hübschen Äußeren verachtet. Ein Missverständnis hinderte sie daran, ihrem Schwarm Tanaka ihre Liebe zu gestehen. Nun kommt sie auf die Highschool, der ideale Zeitpunkt, sich neu zu erfinden. Vorbei sind die Zeiten der süßen Yoshioka. Von nun an will sich so wenig wie möglich mädchenhaft verhalten. Ihr Plan verläuft bestens, bis sie Tanaka wieder begegnet, wird ihre unerfüllte Liebe von damals eine zweite Chance erhalten. Darum geht's. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Sie lernt halt den Jungen kennen. Und ja, dieser zieht weg, er wollte ihre Liebe gestehen, so, der ist dann auf einmal weg, wollte sich auch so treffen, da kam es aber nie zu. Lange Rede, kurzer Sinn, sie hatte dann auch Probleme, weil sie ein süßes Mädchen war und das Problem ist ja immer so bei Mädchen, vielleicht auch bei Jungs, aber bei Mädchen sehe ich es auch selber oft so, gibt es immer so diesen Konkurrenzkampf, so, ey, die ist hübscher als ich, ah, die müssen wir jetzt fertig machen, die ist ja viel beliebter bei den Jungs als ich, ohne dass sie sich jetzt groß Make-up in die Fresse knallen muss und sonst was, und das ist hier auch der Fall. Diese Thematik wird behandelt, also wieder sehr, sehr moralisch wertvoll für uns, denn es trifft eigentlich perfekt auf die deutsche Gesellschaft wieder, die deutsche Neidkultur, sage ich jetzt mal, ist ja eh so. Niemand ist mit dem zufrieden, was er selber hat. Man muss immer neiden, man will immer das, was andere haben und man will für sich selber immer persönlich das Beste. Ist natürlich der Lebenserhaltungsattrieb, aber man muss auch ganz, ganz klar sagen, dass es auch anders geht, ja. Und das ist auf jeden Fall eine moralische Grundvorstellung, die ich nicht mit mir vereinbaren kann und ich auch nicht so handeln werde. Aber so ist es nun mal. Deshalb, was ich gesagt, okay, wenn ich hier die hübsche Yoshioka bin und die Jungs mich toll finden, aber die Mädchen so und ich deshalb gemobbt werde, alleine bin, als Außenseiter dastehe, ändere ich es. Ja, auf der Highschool ist alles neu. Da ist der ideale Zeitpunkt gekommen für mich. Okay, Alter, ich mache jetzt so ein bisschen weniger Mädchen, indem ich einfach beim Essen schmatze, so ein bisschen drollig wirke, probiere so abstoßend wie möglich für das andere Geschlecht zu wirken, dadurch natürlich mehr Freunde findet, ja, weil die anderen dann beliebter sind und sie kann sich da schön gemütlich unterordnen, ohne jetzt irgendwie besonders aufzufallen. Da ist eine sehr, sehr krasse Thematik und dann kommt dieser Tanaka halt wieder, den sie per Zufall erkennt, ja. Das Krasse ist, diese Person übt einen so großen Einfluss auf Yoshioka wieder, denn er handelt auch so, okay, Alter, mach, was du willst so, aber mach, was dir gefällt. So, nicht das, was andere von dir erwarten, das zu machen. Das ist nämlich generell so ein Gedanke, den ich euch hier nochmal vermitteln will. Es ist total egal, was andere über euch oder euer Handeln oder Denken denken, ja. Handelt so, wie ihr es selber für richtig haltet. Denn ihr lebt bis zum euer Lebensende mit euch selbst und nicht mit irgendeiner anderen Person, die davor sterben wird. Klingt jetzt ein bisschen abgeschroft, aber ist halt nun mal so. Von daher, lasst euch nicht so beeinflussen. Seid immer ehrlich zu euch selber, zu den anderen. Natürlich muss man sich manchmal was verkneifen, aber man sollte in der Hinsicht wirklich probieren. Okay, kann ich mir am nächsten Tag auf gut Deutsch in den Spiegel gucken und bin damit zufrieden.
Tja, diese Thematik, wie gesagt, wird behandelt. Richtig nice. Kommen ein paar unerwartete Wendungen. Also, wenn ihr auf dieses steht, wirklich Slice of Life, realitätsorientiert, realitätsnah, mit Situationen, die euch widerfahren sind, vielleicht auch noch passieren werden. Ich weiß ja nicht ungefähr, welches Publikum ich hiermit anspreche. Von daher guckt ihn euch an. Ein wirklich schöner Anime. Ja, ist nicht zu kitschig, nicht zu krass oder sonst was. Er ist perfekt für jede Altersgruppe. Kann man sich als 10-Jähriger angucken. Ja, oder 10-Jährige bis zu 40, 50, 60, 70, 80. So. Wenn man sich mal wieder in die alte Zeit zurückversetzt. Und ich muss sagen, wo ich diesen Anime angeguckt habe, dachte ich wirklich, ey, okay, Alter, die Situation kennst du doch richtig krass. Kommen auf jeden Fall ein paar Erinnerungen hoch. Nostalgie wird auf jeden Fall damit verbunden. Richtig krass. Und für alle Leute, die fragen, okay, Alter, ich suche jetzt einen Anime mit School, mit irgendeiner Romanze, guckt euch das Blue Ring White an. Richtig nice. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer